ich bin ehrlich, mit Zebra, wenn er on fire ist, dann geht er ab, aber SDN ist natürlich kein leichter Gegner. Ja. Repräsentiert hier natürlich den Ornok League sofort. Jetzt ist SDN, glaube ich, wieder in seiner gewohnten Umgebung, ja. Nämlich dem, ich muss nicht die ganze Zeit Snake outcampen oder das Snake-Spiel spielen, sondern er kann ein bisschen sein eigenes Spiel spielen. Ja. Und das sehen wir auch sofort, ne? Kriegt hier die Hits. Aber Ness natürlich auch, ne, wie wir es schon vorhin gegen Fancy gesehen haben, im ersten Set in der Top 8. Vielleicht kriegt er schnell Prozente, aber auch er selber macht schnell durch sein Advantage gute Prozente und das ist sehr, sehr even, muss man sagen. Das könnte mal wieder ein Game 5 werden, nachdem wir jetzt ja 3-0s und 3-1 gehabt haben. Vielleicht ist Zebra der Mann, der uns heute Game 5 besorgt. Denn ich glaube, es ist nicht sein erstes Game 5. Ich glaube, auch gegen Slimner hat er ein Game 5. Gegen Fancy auch und vielleicht heute auch die Möglichkeit. Aber ich glaube, SDN hat da nicht so viel Bock drauf. Ja. Ich glaube, der will hier einfach mal kurz mit kurz Prozess machen. Aber Zebra macht es ihn halt nicht leicht, ne? Aber du darfst halt auch gegen Ness, darfst du halt nicht einfach so mal reinlaufen. Der hat die Option, um dich out of shield zu punishen. Der hat die Option, um dir schnell mal einen Stock zu nehmen. Er hat einen Kill Throw, er hat ein Projektil. Er macht Damage ohne Ende und er ist so super klein. Ne? Also ich glaube, das ist auch noch super nervig. Auch gerade für Ike. Ich meine, er hat ein großes Schwert. Ja. Aber... Und Ness, also der Zebra, konnte hier gut SDN hochspielen, gut den Neutral Getup gegettet. Ja. Stimmt. Ness hat ein super gutes Tool, um die Side hier abzufangen. Ja. Okay, ab die Auto Shield hat er den ersten Stock von Zebra genommen. Das kommt direkt noch. Ja, ich glaube, Ike will ihm einfach mal sein Schwert zeigen. Ja. Aber ja, der Backthrow killt auch Center Stage, also... Das, der Air Dodge. Aber kein größeren Damage passiert. Down Tilt Fair, Classic, noch eine... Das Ding ist, Ike ist kein großer Combo-Character. Ja. Aber wenn er trifft, dann hittet's halt. Ja. Aber das Gleiche geht halt... Also eigentlich geht nicht das Gleiche für Zebra. Für Zebra sei schon. Für Ness, ja. Ness, der kommt natürlich halt gerne mal. Und das tut halt weh. Ja. Oder gut, so ein Random. Gut, eigentlich sehr, sehr gute Usage von der Neutral B hier. Hat hier den Air Dodge geforst, konnte sofort den Punish kriegen dafür. Ich glaube, so viele Optionen hatte Ike dann in dem Moment nicht, außer vielleicht in die andere Richtung zu Air Dodgen. Jetzt die Down Air. Ein schneller Stock wäre halt jetzt gut. Ein schneller Stock wäre für SDN jetzt ein Traum. Das ist das, was jetzt. Versucht hier ein Opening zu finden. Schafft es aber nicht so ganz. Währenddessen schafft es Zebra allerdings ein gutes Lead aufzubauen. Ja. Er weiß ja eventuell kein Two-Stock, aber ich kann gut Prozente aufbauen, indem ich ruhig mein Game runterspiele. Okay, der abzählt, der killt. Killt jetzt einfach mal so. Ich meine, ich glaube, der Up-Tilt, der kann schon mal killen, ja. Ja, das stimmt schon. Bloß, ich erwarte es halt nicht. Ja. Deswegen. Ja, und Zebra weiß eigentlich, er muss nur sein Spiel runterspielen. Ja. Aber wie wir gegen Tapsi von der SDN gesehen haben, er hat die Patience. Ja. Er weiß ganz genau, wie man sowas runterspielen muss. Und das erste Game kann halt aber schon vieles entscheiden eigentlich. Game 1 ist halt ein kleiner Lead, den man hat. Ah, jetzt hier ein Edgeguard eventuell. Nee, SDN kommt gut an die Ledge, kriegt ein gutes Opening. Konnte hier noch die Abgefahrenischen, aber hier kriegt. Zebra kriegt hier Game 1. Catcht hier den Jump mit der Up-Air. Und rutscht hier mal Game 1. Und damit, Der Zebra Fanclub steht hinter ihm. Und ich bin ehrlich, es ist nicht unrealistisch. Also, der Justin, der ist heute, glaube ich, aufgewacht. Ja. Im Losers aber erst. Okay, wir gehen. PS2. Die Classic. Und auch kein 3
Character Switches. Also. Ich glaube, ich kenne auch keinen anderen Character von SDN. Ja. Ich bin ehrlich. Ja. Und bei Justin sehen wir heute, glaube ich, auch nichts anderes mehr. Ich bin ehrlich. Also ich glaube, der Ruf ist heute nicht vorhanden. Ja. Ich glaube, Justin will halt einfach mal ein bisschen das Kind spielen. Aber das Kind, das reicht halt einfach auch. Ja, Down Air, Back Air. Und konnte sofort ein F-Tit hinterher haben, weil er einfach wusste, SDM musste halt einfach mal ausweichen. Ja, näher, Up Air, the Classic, eine Fair hinterher, schöne 80%. Und jetzt schön den Jump von Justin rausgeholt. Aber ich glaube, das kann er noch reklamieren tatsächlich. Naja, geht tief. Geht kein Aerodrop von Justin. Ja, er bleibt gut im Schild. Lässt sich gar nicht von den Jumps hier von SDN einschüchtern. Die SDN Dash Attack hat es leider auch nicht geholt. Der Upthrow, die nicht mehr in die Fair connected. Aber die näher die killt dann ab dem Prozenten halt auch schon. Aber das hat Zebra eigentlich gespielt, aber ja. SDN halt besser. Ja. Ne? Der hat, glaube ich, Game 1 ein bisschen genutzt. Yo, was macht denn der Zebra eigentlich? Was kann man, was kann man sich anschauen? Was kann man punishen? Und jetzt wird sozusagen die Theorie in die Praxis umgesetzt. Genau. Mein Game 1 ist ja für viele auch immer so ein... So ein Abtasten. Genau. Was macht man jetzt? Welche Options pickt der Gegner? Aber Zebra hier... Aware auf die von den Optionen von SCN, aber leider wurde hier von der Art ein bisschen gecancelt, sagen wir es mal so. Und SDN baut halt aber einfach Sinn draus. Er hätte, ich glaube, er hätte halt einfach nochmal eine Fair rausholen können, oder Justin hat halt einfach keinen Bock zu recovern. Ja, das ist natürlich sehr unlucky jetzt für Justin, aber ich bin ehrlich, es ist machbar. Ja. Es ist machbar, wir haben es heute schon gesehen. Wir haben es halt schon mehrmals gesagt, es ist erst vorbei, wenn Game da steht. Genau, es ist immer möglich. Gerade Justin hat es heute bewiesen. Das ist der Backthrow. Und das ist der Beginn eines Comebacks. Potenziellen Comebacks. Potenziell natürlich. Muss man natürlich sagen. Ja, okay. Schön hier von Justin. Einfach gar nichts gemacht. SDN wusste aber jetzt. Yo, er wird einfach schielen. Okay, Downhit, kein Follow-up. Aber smart hier. Er hat natürlich mit dem Air Dodge gerechnet. Ich glaube, Zebra in dem Game. Ich glaube, das war's. Ja, Zebra wusste das Wort. Yo, okay, das war das Game. Ist okay. We move. We go on. Nächstes Bild. Und es geht wieder zu Smash. Ja, ich glaube, das ist auch ein Go-To-Pick in dem Matchup für Ness. Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich bin kein Profi dieser beiden Charakter, aber ich kann das sehen. Ich kann das sehen, warum Justin das macht. Deswegen schauen wir mal, ob es ihm wie in Game 1 hilft. Also, er hat auf jeden Fall schon mal ein 13% Lead. Was nicht viel ist, aber 13% ist es ist ein Lead, aber jo, Ike macht kurz den Ausgleich. Das ist kein Lead mehr. Er hat auch keinen Jump mehr. Aber ja, SDN bleibt natürlich. Will lieber für den Two-Frame gehen, als irgendwelche Risiken einzugehen, sich von der Upi treffen zu lassen, was natürlich komplett verständlich ist. Hier wieder die Up-Airs. Der Damage ist auf jeden Fall vorhanden und der Kill eventuell auch gleich, also Ness ist nicht so schwer. Also noch eine Nähe ab, ich glaube, das könnte schon ein bisschen wehtun. Aber Zebra will natürlich auch zeigen, er ist noch da. Er ist noch da, er hat noch nicht aufgehört zu spielen. Er findet, glaube ich, noch nicht so ganz rein, muss man sagen. Aber wenn er rein findet, das war gut. Hätte das getroffen, dann wäre SDN halt tot gewesen. Aber die Prozente sind auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Man ist wieder, man ist even. Also. Jo, der Upsmash. Der hat leider nicht connected. Und SDN hier natürlich mit den Baits in der Hoffnung, dass irgendwie irgendein Jump von Zebra kommt oder irgendeine andere Option. Aber der Backthrow bringt hier jetzt Ness wieder den Lead.
also SDN hat einfach irgendwie einen Roll von Zebra gereden wollen, aber die SDN Dash Tech macht's halt auch. Das ist dann direkt der direkte Kopf. Ne. Back Air, Dash Tech. Into Upi, aber er kann nicht viel draus ziehen. Er kann nicht viel draus ziehen. Ich glaube, er hat gemerkt, yo, jetzt hier weiterzumachen, ja, macht, bringt nicht viel. Einfach kurz resetten. Back to Nusha, aber er kriegt hier jetzt auf jeden Fall in den Opening. Das Opening hat gut seine mit sich gegeben. Und er macht einfach weiter. Aber SDN lässt sich halt nicht lang sagen, dass er offstage sein soll, sondern er bleibt onstage. Oh, die Fair. Das Ding ist halt, er geht hier jetzt offstage. Und die Api, so wie er sie gerade gemacht hat, plus wenn er den Gegner trifft, ist halt auch ziemlich strong, ja, muss man sagen. Aber Zebra kriegt hier jetzt wieder den Jump Callout. Ich glaube, mit der Dash will er auch viel immer eine Rolle oder so baiten. Ja. Wobei man das ja halt eigentlich auch einfach gerne abattacken kann, wenn man halt nicht keine Mitsubishi mehr hat, ne? Weil dann, ja, wird man halt von der Dash denken. Und Zebra geht wieder low, weil er weiß ganz genau, yo, ich kann da unten nicht so viel machen. Außer halt irgendwie für einen Down zu gehen, ne? Um halt einen Touchdown zu bekommen. Und der ist rausgefallen. Okay, wir nehmen das. Wir nehmen das, sagen wir. Würde ich halt einfach, also mich würde es ein bisschen nerven, aber ich glaube SDN nervt es auch. Ja. Aber Justin denkt sich so, jo, ist okay. Ich nehme meine zweite Chance an. Aber ja, SDN hier mit dem Bait, dass er landet und kriegt dann natürlich den Shield Drop aus Justin raus. Und hier jetzt natürlich die Möglichkeit, Prozente aufzubauen. Prozente, die eventuell wichtig sein könnten, um den nächsten Stock schon mal zu spielen. Justin will ja natürlich so schnell den Kill haben. Geht hier für Grabs, so den Up Smash. Fair, kriegt einfach kein nichts. Ja. Und SDN, der denkt sich, baut sein Lead weiter aus. Der baut sein Lead einfach entspannt weiter aus. Aber das könnte es jetzt sein. Aber wieder nicht. SDN kommt da wieder raus. Und diesmal mit dem Forward Drift, damit es Ness trifft. Ja, Ner wartet hier schön. Hätte sogar weitermachen können. Up Tilt, Back Throw. Geht weiter nicht auf Set. Er weiß einfach ganz genau, yo, ich chill hier meine Basis. Ja. Es ist okay, ich habe 160%. Aber du bist halt Last Stock 103%. Was willst du tun? Was willst du tun? Und Justin hat auf jeden Fall Probleme hier den Kill zu finden. Aber die Nair Out of Shield ist es dann jetzt endlich. Aber das Problem ist, der Lead. Der Lead ist sehr, sehr gut hier für SDN momentan. Aber das Problem ist, Ness kann das. Ness kann das zurückholen. Und das war super, super gut hier von Zebra, denn er wusste ganz genau, er wird gepunished, wenn er das nicht macht, und er hätte sogar eine Rolle gecatcht damit. Ja. Okay, lässt sich hier wahrscheinlich absichtlich treffen, aber es hilft nicht. Es hilft nicht! Und das ist das Comeback hier für Zebra. Das war ein super cleaner Stock, obwohl SDN super gut gespielt hat, sich einen guten Lead aufgebaut hat, wusste Justin ganz genau. Er kann das. Er kann das zurückholen und er hat das auch echt gut gemacht, muss man sagen. Hm. Und das ist das 2-1 hier. Ein Game davon entfernt zu advancen und Zebras Losers Run würde weitergehen. Alles klar, es geht auf Small Battlefield. Na, ich glaube, Justin, er hatte jetzt wieder die Triplets und PS2 gebannt. Ich glaube, er hat einfach gemerkt gehabt, wo sie auf PS2 gespielt haben. Ja, PS2 ist es nicht so ganz. Ja. Und deswegen hat er diesmal PS2 gebannt. Und Small Battlefield ist halt das nächste, ne? Was dann nach PS2 kommt. Schauen wir mal, ob SDN noch durchs Game 5 forcen kann. Und ich bin ehrlich, er kann das. Also, es hätte auch ein Game für ihn letzte Runde sein können, aber was nicht ist, ist nicht. Und es sei den Spielern halt auch gegönnt. Aber momentan, ne, Zebra nimmt sein Momentum mit, wobei sehr ausgeglichen eigentlich, muss man sagen. Sehr ausgeglichen. Ja, Nugent Interactions, meine Freunde, ist
schwierig, ne? Beide versuchen hier ihre Hits zu finden. Ja. Aber Zebra hier jetzt eventuell mit den möglichen Hits. Er hat keinen Jump mehr, aber er schafft Three back on stage. Zebra wollte, glaube ich, irgendwie. Er wollte die Side B catchen, aber ich glaube, er hat nur noch mit einem Jump gerechnet, der halt, glaube ich, nicht mehr da war. Und jetzt eventuell ein Edge Guard für SDN. Genau das ist es. Er wollte diese Abi machen. Aber Zebra lässt sich davon, glaube ich, nicht so leicht ziehen. Er will hier einen Jump Call outen, aber die Abi out of Shield, die nicht killen sollte auf der Range. Okay, er hat es geschafft, er richtet zu dir ein. Ja, geht hier eventuell für einen Spike. Ja, will hier die Backhand kriegen. Ja. SDN versucht hier natürlich seinen Move so gut es geht zu spacen, ne? Aber ab er und SDN ist nicht davon erfreut, das abbekommen zu haben. Er wurde hier einfach von dem Ding jetzt getroffen und es hat kurz 51%. Ich glaube, Justin kann sich hier nicht beschweren in dem Moment. Wie Zebra M. Down Tilt ist okay. Man kann er akzeptieren. Aber er weiß ganz genau, das ist sein Game. Er will das nicht wegschmeißen. Er hatte keine Lust auf ein Game 5. Er will das jetzt. Ja, ich glaube auch. Aber SDN ist nicht SDN, wenn er nicht SDN wäre. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das Ding ist, das ist es halt. Das ist es. Das ist basically der Ausgleich. Und jetzt muss Zebra halt wieder die Möglichkeiten finden, hier ins Advantage reinzufinden. Backer auf die Hits. Geht hier eventuell für die ab, ja. Kann nicht gepunished werden. Gerade so die Abwehr nicht connected, aber ist okay. Es ist Ship Damage, da kann nicht gepanisch werden, alles gut. Die Abwehr noch steht, ist hier noch ein bisschen Damage-mäßig unterwegs und kein Down-Tilt. Die Dash-Attack. Und Zebra weiß ganz genau, nee, das hätte es nicht sein sollen. Okay. Danke, ich. Das war's einfach. Ja. Das hat gereicht. Und das tut jetzt natürlich wie für SCN. Er hatte eventuell wieder eine Lead aufbauen können, aber selbst das haben wir wie im letzten Game gesehen, hätte nicht unbedingt viel getan. Aber Zebra jetzt auch wieder findet sofort hier sein Opening, kriegt die Prozente, kriegt hier sein Advantage Save. Ja. Aber auch SDN, er weiß ganz genau, das ist eventuell sein Tournament Stock, den er hier gerade gegen Zebra spielt. Das ist komplett ausgeglichen. SDN Dash Attack. Und von Zebra wird, glaube ich, momentan ein bisschen hebelig. Ich glaube, er will unbedingt dieses Game haben. Ja. Kriegt hier jetzt auch den Grab. Kriegt hier super gut die Nähe ab, er gefunden hier von SDN. Down Tilt wartet hier natürlich, aber geht hier für die Down Air. Zebra wusste, yo, der will irgendwas machen. Ich gehe da sofort rein. Und er kriegt weiterhin die Nairs. Okay, PK Fire hilft ihm jetzt natürlich erst ein bisschen auf die Lunte zu hauen. Ja, Back Air. Edge Guard Situation. Ja, er schafft es hier wieder an die Ledge. Auch wieder on stage. Und jetzt ist natürlich die Frage: Schafft es SDN? Die Nair. Zebra ist schon. Zebra ist schon ganz überlegt. Zebra weiß schon gar nicht mehr, wohin mit sich. Ich glaube, er will es halt einfach haben. Will hier auch den Callout haben, aber SDN weiß natürlich, was Zebra hier will. Das ist es noch nicht, aber eine Sache. Eine Sache und das war's. Ja. Und nicht mal den Downhit nimmt er sich erst. SDN weiß ganz genau, wenn es ist, dann ist es der richtige Moment. Und deswegen wartet er. Er wartet geduldig. Tournament Game. Das war smart von Justin, aber leider wurde er dafür gebannt. Oh, also hätte das Shield gepokt, dann wäre es das gewesen. Aber diese Fair ist es auch und das ist ein Game 5. Das ist ein Game 5. Tournament Game für beide Leute. Ja. Das ist crazy. Also, nachdem es doch ganz gut aussah für Zebra, muss man halt sagen, SCN lässt sich davon halt nicht unterkriegen. Und wir gingen wieder zurück auf Smashville. Ja. Die Stage, die Justin so oft jetzt momentan das Leben gerettet hat. Ja. Wobei es ja in Game 3 Justin selber war, muss man ja sagen. Justin muss jetzt hier natürlich die Ruhe bewahren. Er wollte jetzt natürlich mit Game 4 das Ganze beenden. Aber jetzt muss er für Game 5 nochmal seine Kraft zusammennehmen.
wenn er hier advancen will. Und SDN will dasselbe, ne? SDN will genau das Gleiche. Er will seine Revanche eventuell gegen Tapsi. Er will nicht als Fünfter aus diesem Turnier raus. Er will mehr. Und hier Zebra wieder, ja. Und SDN weiß ganz genau, yo, ich kann da irgendwann einfach raus, beziehungsweise Justin hat da nicht so. Aber der Damage tut halt. Der Damage, der tut halt weh. Und Zebra hier momentan. Das war krank. Das war actually gut gespielt von Zebra. Und das ist der erste Stock hier. Ist das eventuell die Möglichkeit hier für Justin? Und der L macht weiter. Die Up erst. Ja. Die Prozente. Und die Up, die hat nicht connected. Aber es ist nur ein Grab. Es ist nur ein Grab und kein richtige Combo hier für SDN. Wenige Prozente. Und ich glaube, Zebra ist gerade on fire. Ich glaube, er will es haben. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, SDN kennt diese Situation. Wir haben sie heute schon mehrmals gesehen. Und deswegen ist er hier jetzt dabei. Kein Down to Two Friend natürlich. Wieder für die Abi. Was denn auch sonst natürlich. Ja. Oh, ich habe Justin kochen sehen, aber ich glaube, SDN war da ein bisschen schneller und deswegen. Ja, aber kriegt ihr jetzt seinen Jump? Ja, okay. Ist okay. Mhm. Ist okay. Für SDN natürlich, ja. Okay, jetzt lässt er sich langsam comebacken. Der Fanclub ist im Hintergrund. Ist immer noch aktiv. Er ist vorhanden. Sie wollen Justin gewinnen sehen. Und Justin will es auch. Aber schafft er es auch? Denn SDN weiß das zu verhindern, glaube ich. SDN. Kriegt ihr jetzt einen Keyframe? Er geht nochmal. Ja, gut gemacht hier von Justin. Er darf nicht zu krass hibbelig werden. Ja. Okay, ja, er wusste, er springt wieder. Er catcht mit der Api wieder die Recovery. Und ja, okay, diesmal hilft es ihm. Aber das Problem ist, da hätte er nicht reinrennen sollen. Traut sich erst den. Ja, er bleibt safe. Er bleibt safe. Er hat 153%. Ist okay, alles könnte ihn killen. Aber das gleiche gilt natürlich auch für Ness. Ja. Was? Oh, ab, Dragdown. Das hätte es fast. SDN. Plattform. Drop back air. Und das ist natürlich. Und die fair. Es ist Last Dog Situation. Last Game. Beide Spieler wollen das. Beide Spieler wissen, es ist aus, wenn es aus ist. Ja. PK Fire wollte die Up-Air, aber kann weiterkommen und mit dem Down-Tilt. Mit dem F-Tilt meine ich. Und er war sogar aware auf die Up-B. Aber oh, SDN. SDN aware auf die. Auch Justin gerade so. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Insane wäre das gewesen, wenn er hier jetzt SD hätte. Er ist noch im Game. Er will sich das nicht entgehen lassen. Kriegt hier SDN. Wird hier jetzt. Was macht er? Warum? Ja. Ich weiß nicht, was er macht, aber. Die Prozente, aber SDN schafft es halt auch nicht, das zu panischen. Wieder die Up Air näher. SDN kriegt keine Prozente. Ist es das? Ist es nicht? Nicht wie in Game 3, aber er kriegt hier trotzdem weiterhin die Up Air. Okay, SDN sofort mit. Oh, diesmal geht er offset. Nein, das der Air Dodge war es jetzt, glaube ich. Den SDN, auf den SDN gewartet hat. Die Option, selber wieder ins Weltenschrein zu finden. Und deshalb SDN hat jetzt möglich, aber Ness denkt es so. Oh, Zebra kriegt es hier nicht. Schafft diesen SDN zu Edgegun. Es ist Last Hit. Es ist Last Hit. Und das SDN war's. Holt's. Und SDN holt es hier an dieser Stelle. Ja. Game 5. Schade für Justin. Ja. Kranker Run. Wirklich ein äußerst knapper.